Fröhliche Ostern sollte man sich eigentlich wünschen. Es ist das höchste christliche Fest, was Christen gemeinsam auf der ganzen Welt feiern. Auch die Juden, das Pessachfest beginnt jetzt, die Pessachwoche. Also ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Phase gerade für Christen und Juden auf der ganzen Welt. Gleichzeitig soll es also Hoffnung machen auf die Zukunft. Und ja, auch das gehört dazu in diesem Jahr können wir uns mit unseren Eltern nicht physisch treffen. Viele würden ganz gerne auch ihre Großeltern vielleicht mal wiedersehen. Man fährt gemeinsam in den Urlaub. Auch das ist momentan nicht möglich. Oder man hat gemeinsame Abenteuer oder Unternehmungen geplant, die man in der Großfamilie vorhat. All das sind Sachen, die man aufgrund der Corona-Krise momentan leider nicht machen kann. Aber, und das ist für mich ganz wichtig, bitte nehmen Sie das auch mit, sehen Sie positiv in die Zukunft. Wir haben ein hervorragend aufgestelltes Gesundheitssystem in Deutschland. Wir haben es, glaube ich, so darf man das sagen, geschafft, dass wir, weil wir sehr frühzeitig auch sehr viele Einrichtungen geschlossen haben, bis hin zu unseren Kindergärten und Kinderspielplätzen, dass wir die Krankenhäuser darauf vorbereiten konnten, auf die jetzt zu versorgenden Patienten. Das ist eine wichtige und gute Botschaft. Sie können noch nicht verbunden werden damit, dass wir Entwarnung geben können. Alle Mediziner sagen uns auch bei uns hier aus dem Heidelberger Klinikum, bitte achtet darauf, dass wir jetzt nicht zu schnell zu locker werden. Das bedeutet für uns natürlich, dass wir uns auf die nächste Phase vorbereiten. Aber jetzt erstmal zum Osterfest. Genießen Sie die Tage, skalpen Sie mal mit Ihren Großeltern oder die Enkelkinder mit ihren oder vielleicht nur mit ihren Freundinnen und Freunden. Es ist eine neue Erfahrung, es ist eine tolle Erfahrung. Man kann viel auch neu dazu lernen und was mich besonders freut, ist, dass die Menschen wieder gelernt haben, stärker aufeinander zuzugehen. Das ist eine tolle Botschaft auch für die Zukunft. Wird sicherlich da, äh, dazu beitragen, dass wir nach der Corona-Krise äh, dann auch wieder gestärkt äh, in die Zukunft blicken können. Nehmen Sie das bitte mit, auch für diejenigen, die momentan in schwierigen Situationen sind aufgrund ihres Arbeitsplatzes, der droht. Nach der Krise vielleicht nicht mehr da zu sein. Man muss sich umorientieren. Viele Pflegerinnen und Pfleger, die Arzthelferinnen, die in den Labors arbeiten, die leisten alle gigantische Überstunden, die werden auch an den Feiertagen arbeiten. Ich werde selbst auch am Karfreitag mit Masken für niedergelassene Ärzte verteilen. Ja, das gehört dazu. Aber Ihnen allen ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie so großartige Arbeit machen. Und ich bin sicher, wir haben eine tolle Perspektive in Deutschland, erst recht, wenn man das im globalen Maßstab sieht. Die Welt steht still. Gemeindliches Leben, Kultur, Freizeit, Politik, Wirtschaft, alles steht still. Es ist wie ein großes Fasten, wie eine universale Fastenzeit. Was mich persönlich mit am meisten schmerzt, ist, dass auch Gottesdienstliche Feiern, Versammlungen und religiöse Begegnungen ausfallen, zumindest die physischen. Stillstand ist verordnet. Und unsere Gesellschaft tut sich schwer damit. Wir sind es nicht gewohnt. Stillstand aber enthält immer auch die Einladung zum Innehalten. Das heißt, den Augenblick neu zu betrachten und abzuwägen, was stärkt mich denn wirklich in meinem Leben? Was ist denn für mich und ähm, mein Leben wirklich wichtig an Begegnungen, an, an Beschäftigungen? Welche Personen sind das? Welche Betätigungen? Was stärkt mich, was brauche ich wirklich und was dadurch kann ich stärkend in die Gesellschaft hineinfließen lassen. Wir leben in einer besonderen Zeit. Auch kirchliches Leben steht still. Wir haben Gottesdienste und Veranstaltungen schweren Herzens abgesagt, um die Ansteckungsmöglichkeiten zu verringern. Wir gehen den Weg mit in der Verantwortung für alle und besonders für die, die jetzt dringend medizinische Hilfe brauchen. In dieser Lage sind Sonderregelungen vorübergehend nötig. Da gehen wir als Kirche mit. Und doch sage ich das andere auch. Die Versammlungsfreiheit und die Religionsfreiheit und all die anderen Freiheiten, die jetzt eingeschränkt sind, müssen, sobald es verantwortbar ist, wieder voll in Kraft gesetzt werden. Das ist der Boden, auf dem unsere Gesellschaft und auch unsere Kirchen stehen. Kirchliches Leben an den gewohnten Orten und in den gewohnten Formen ist im Moment nicht möglich. Steht still aber die kirche an sich ist nicht still. im gegenteil, sie ist voll präsent und hochaktiv. so viele engagieren sich und werden kreativ in ihrer sorge um die nächsten und die menschen um sich herum. und wollen ihnen zeigen, es gibt hoffnung. gemeinsam schaffen wir diese situation. es gibt unzählige beispiele. helferbörsen werden zum beispiel organisiert oder Care-Pakete gerichtet und verteilt. es ist unglaublich viel seelsorge an den telefonen möglich und wird geleistet sodass wir die Menschen zu Hause in ihrer Einsamkeit und in ihren Einschränkungen stützen und stärken können. Andachten und Gottesdienste werden gestreamt und über das Internet zum Mitfeiern eingeladen. Mit all diesen Dingen stützen wir nicht nur die Bürgerschaft von Heidelberg, sondern wir stärken auch den sozialen Frieden in unserer Stadt. So feiern wir gemeinsam Ostern, das Fest des Lebens. Der Tod und die Angst davor behalten nicht das letzte Wort. Das Leben und die Hoffnung auf das Leben sind stärker. Ich glaube, Gott nimmt uns diese Krise nicht einfach weg, aber er steht uns bei und trägt uns hindurch. Deshalb lasst uns beten um Geduld, um Liebe und Widerstand. Und lasst uns arbeiten für jeden kleinen und großen Schritt, der das Leben lebendiger, gerechter und friedlicher macht. Es ist so viel gutes Engagement entstanden wegen dieser Corona-Epidemie oder gerade weil diese Corona-Epidemie gekommen ist. Dinge, die vorher so nicht möglich waren. Unsere Gesellschaft, so habe ich den Eindruck, besinnt sich wieder auf wesentliche Grundwerte wie eine gute Rücksichtnahme, ein sich Sorgen um die Nächsten, um die Menschen, die mit mir zusammenleben, zusammenwohnen. Wir haben einander wieder besser im Blick und spüren, wir sind nicht alleine. Der innere Zusammenhalt in unserer Gesellschaft erscheint zu wachsen. Und wir brauchen das dringend. Ich habe den persönlichen Wunsch, dass wir nach dem Ende der Corona-Krise auf diesem Weg weitergehen. Das Gute weiterführen und behalten. Das Zusammenwachsen, die Rücksichtnahme, das Miteinander. Und so einen guten Weg miteinander in die Zukunft gehen. Gemeinsam gegen Corona. Herzlichen Dank für Ihre großartige Unterstützung. Und ich füge hinzu, Gemeinsam für das Leben hier in Heidelberg. Denn Gott will uns zu neuem Leben führen. Frohe Ostern!